Alles klar, Freunde. Und nachdem wir ein wenig gepusht wurden im letzten Part, geht es nun weiter. Und zwar, wie ist die Frage? Ich glaube, wir müssen, glaube ich, gegen ein paar Venoms wieder kämpfen. So die Standard-Nebenmission, sag ich mal. Was? Wie viel? Und ich dachte so, ja, demnächst sind wir am Ende. Aber was? Wir verlieren gar keine Zeit in den Gag los. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe die einzelnen dauern nicht so lange. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht richtig overpowered sind. Sondern ich hoffe, dass diese einzelnen Missionen jetzt machbar sind. Also, wenn wir hier jetzt die Zeit totschlagen müssen, dann ist halt auch so RIP, sag ich mal. Weil das ist eine Lebensmission, ich sehe das. Ja, siehst du? Naja, schau mal. Miese Theo, danke Kreisdau. Der Text hat mich. Miese Theo, nicht Kreis. Oh, du dodges. Ey, ich hab mich geschützt, wieso brauchst du so lange? Ja, ja, mach langsam, ey. So gut. Bam. Oh nein. Chidori! Chidori musst du merken, ey, das ist ja übel gut. Okay, nice. Gut, damit kann ich leben, wenn die so sind, da kann ich damit leben, dass wir da unsere Charaktere ein bisschen stärken und so. Für den Endkampf hoffentlich. Dann passt das. Aber es sind jetzt sehr viele Kämpfe. Also jetzt haben wir sehr viele Kämpfe, da gehe ich stark davon aus. Ist halt leider so. Ich hoffe, das passt. Was soll ich machen? Aber wir machen ja die Story quasi. Aber solange man einfach reingeht und kämpft und das schnell voran geht, passt das hoffentlich. Deswegen gehen wir auch direkt weiter zu der nächsten Mission. Zu der nächsten Mission. Dankeschön. Und zwar haben wir jetzt hier Gara und Seiya. Let's go. Stärketraining sind das jeweils immer. Okay. Und die habe ich wahrscheinlich mit dabei, genau. Und ja. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil... Also einerseits finde ich es nicht schlecht, weil die anderen Charaktere waren ein bisschen anderer Level, hatte ich das Gefühl. Und so, wir kommen jetzt ein bisschen Level drauf. Aber jetzt das alles so reinzuklatschen, nachdem es so den Anschein hatte, als würde es geil weitergehen, ist es wieder so eine Cooldown-Phase. Cooldown, dann geht's ab, Cooldown, dann geht's ab. So habe ich das Gefühl. Naja. Ah, Chidori OP. Er wird jetzt nur gespammt. Legit wird nur noch gespammt. Oh, der hat sie kontert. Was? Ah. Okay. Frech. Dieser Kick ist so aggressiv, es ist unglaublich. Wie der hinfliegt und den Deck fetzt. Das ist krank. Das ist ja, wie geht das Angriff? Das ist übertrieben. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Guck jetzt. Bats! Einfach in der Luft auch. Das ist gestört. Ich find's schon geil. Oh. Was? Der hat's geschützt? Er hatte etwas gegen das Chidori! Aber hat er was gegen das Final Flash? Bam! Wahrscheinlich nicht.
So macht er den. So. Okay, cool. Was war das? Der macht so. Final Flash. Aber schaut mal, es geht ein Level voran. Sehr gut, sehr gut. 34, 33. Gefällt mir. Weil wenn ich so Randys mitbekomme, einfach in der Mission. Und die dann ein gutes Level haben, dann hilft das einfach nur aus. Sind sie logischerweise stärker. Sehr schön, das gefällt mir. Aber ja, willkommen zum Part des Trainings. Einfach mal random, ganzen Tag trainieren, kommt alle ran. Gehört irgendwie auch, ja, gehört dazu, was soll ich machen. Machen das Ding einfach weiter, Freunde. Ich weiß, das ist so ein bisschen komisch gerade. Wir werden jetzt nur trainieren. Ich könnte natürlich auch die andere machen, wo es Ruffy und etc. Aber irgendwann muss ja diese Mission auch machen, das gehört ja dazu. Deswegen lass uns das einfach mal abhaken oder beenden so schnell wie möglich und dann zu diesen Story-Missionen mal rübergehen. Aber ja, so viel dann auch zu diesen Parts. Wenn ihr vorskippen wollt, könnt ihr das gerne machen. Also ihr werdet wahrscheinlich nichts verpassen. Ja. Das noch Training-Mission gewesen und noch ein weiteres oder zwei weitere? Schauen wir mal. Hauptsache ich verliere nicht, das ist das Wichtigste. Oh, ich hab Yugi. Das gefällt mir. Die Kombos, ja Mann, sehr schön. Aber ich habe auch Schaden bekommen. Ah, ich hatte keinen Key. Ich wollte hinterher fliegen eigentlich. Hey, ich hab den gepackt. Hä? Keine Ahnung, aber ich habe auch Schaden gefressen. Als wenn ich im Shidori bin, bekomme ich auch Schaden, oder was? Es war sehr knapp gerade, aber zum Glück nicht verloren, ey. Es ist aber wirklich knapp. Und ich habe wegen des Shidoris Schaden bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe, weil ich habe Schaden verloren einfach. Schaden, wo ist Schaden? Ich habe gerade mal reden, so. Verstehst du? Das ist halt Training, langweilig, aber ja, was soll man machen? Gehört dazu. Trainieren muss man. Ich weiß gerade legit nicht, was ich hier mache, ey. Oh mein Gott. 3 Stück. Boah, jemine. Oh jemine. Oh jemine. Oh mein Gott. Wieso so viel? Boah. Wieso so viel? Aber vielleicht bringt's ja was, vielleicht bringt's ja was. Also auch für mich so von den Skills. Warte mal. Kamehameha! Das macht schon Karo. Oh nein, ich Idiot. Bin ich da vorbeigelaufen? Einfach mit Shidori gedodged. Boah, was? Der hat mich einmal gegrabt.
Das war cool. Nein, ich hatte. Alter, nein! Ich hatte noch in der Combo gehabt. Ich hatte noch in der Combo gehabt, hey, bitte. Das ist doch. Game, bitte. Ich hatte in der Combo gehabt. Was? Nee, guck mal, das ist scheiße. Das ist jetzt scheiße einfach, ganz ehrlich. Oh. Das war jetzt scheiße, Mann. Das war total unnötig, Mann. Was ist wieder für ein Game? Ganz ehrlich, das war total unnötig. Echt, sowas regt mich so auf, ey. Was war das? Ich kann es nicht mal erklären. Ich kann es legit nicht mal erklären, was das gerade war. Auf einmal kommt Goku. Keine Ahnung, irgendwas. Ey, legit irgendwas. Und deshalb verliert man unnötig Zeit. Oh Mann, ganz ehrlich, keine Ahnung. Legit keine Ahnung, ey. Bei sowas bitte, keine Ahnung. Warum? Das kann man auch auf jeden Fall anders machen. そこだ。わかった。よし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 。
Ich wollte den gar nicht. Und ich glaube, das war. War so cool, das ist übel cool. Was willst du jetzt machen? Lol. Oh. Alter, ich hab Kreis gedrückt neben denen, damit ich den Tag. Und jetzt kommt sowas bei raus. Guck mal, wie viel Schaden, ey. Ich flehe dich an, das ist wieder so eine unnötige Sache gerade. Alter, ich. Oh Mann, echt. Level 40 jetzt. Oh, jetzt wieder eine Begrenzung. Heißt, ich muss jetzt die Mission wieder machen, dass ich mein Level wieder erhöhe. Oh, was? Das ist langweilig. Das ist keine Ahnung. Das ist übertrieben langweilig gerade. Das als Part zu sehen, kann ich mir auch vorstellen, dass es langweilig ist, like legit. Weiß gerade echt nicht, um ehrlich zu sein, ob ich das raushauen soll als Part oder nicht. Ja, keine Ahnung, Freunde. Aber wir haben jetzt Level 40 erreicht, heißt, ich muss hier quasi jetzt diese hier Grenzen bei Level 40 machen, dass ich über Level 40 kommen dann. Das machen wir noch am Ende dieses Video, Freunde, und dann war schon, das war eine Trainingssession, so, ich, keine Ahnung. Ich bin mit dem Part überhaupt nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Das ist einfach eine Trainingssession gewesen, das ist doch lächerlich. Aber was, ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Guck mal, die Sache ist die, es gehört halt zum Spiel dazu, deswegen hau ich das glaube ich schon raus, weil da würde quasi einfach ein kompletter Part fehlen und man würde sich fragen, ey, was ging da eigentlich ab, so. Ich hau's einfach raus, sorry, auch wenn es der ein oder andere vielleicht anders haben wollte, möchte, aber das ist dann wahrscheinlich auch, da könnt ihr noch sehen, ob auch euch sowas zuspricht oder nicht. Also, ich kann mich damit gerade überhaupt nicht anfreunden, um ehrlich zu sein. Aber Level 40 können wir dann auch hier erhöhen, wenn wir diese Zusatzmission schaffen. Deswegen machen wir das Ganze mal. Und ja. Danach wäre es das für dieses Part. Diesen Part. Ja. Kurose, ja, Kurose. Oh Mann. Das ist geil, Sanzo. Er hat seit 3 Schildbrecher. Das ist einfach genial. Oh, ich hab grad Angst, ey. Wie lange das geht? Ja, wow, was soll ich jetzt hier machen? Ja. Das ist geil. Zoro ist übertrieben gut gemacht, finde ich. War das die Super Deck? Oh.
Scheiße. Guck mal, das ist eine Sache, es könnte einfach wieder enden. Sinnlos. Guck mal, wie knapp eine Sekunde. Oh, es sind zwei Kämpfe, muss ich gewinnen. Oh Mann. Geil, schon geil. Aber Zoro Main, ey. Easy, Zoro Main. Batz, Junge, raus mit dir, Freunde. Und so viel auch zu diesem Part. Eine reine, komplette, sinnlose Trainingssession. Im nächsten Part haben wir noch eine, glaube ich, davon. Aber jetzt können wir nach dem Mission als, jetzt können wir in Zukunft quasi unser Level erhöhen. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit wir auch über Level 40 kommen, weil 40 war jetzt quasi wieder eine Grenze. Diese Level, also wenn ihr euer Level erhöhen wollt, das heißt bei 20, dann macht ihr das bei diesen zusätzlichen Missionen, diese Grenzbrecher-Missionen. Von der Sophie dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch dann auch irgendwie trotzdem gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be.